riecht nach Schaf. Hallo und herzlich willkommen bei Rock the Fish. Ich bin heute ganz alleine am Wasser, denn der Michi hat mir eine Aufgabe mitgegeben, die versuche ich zu erfüllen. Und ob ich das schaffe und wie ich das mache, seht ihr jetzt bei Rock the Fish, The One Man Show. Yeah! So, jetzt zeige ich euch mal, worum es geht. Und zwar meint der Michi, ich sollte mal versuchen, einen Räuber mit Haribo zu überlisten. Hört sich geil an, wa? Gummibärchen. So, Köder habe ich mir natürlich auch besorgt. Einmal hier Haribo Vampire. Haribo habe ich natürlich nur als Oberbegriff genommen, weil ich habe nämlich auch von Bebeto richtig coole Köder entdeckt. Einmal hier so Schlangen und einmal Sharks. Also wenn das nicht funktioniert, also hier baue ich wirklich drauf. So, und ob es funktioniert, seht ihr jetzt. Ich fange jetzt mal an mit hier so einem Vampir. Den werde ich jetzt erstmal versuchen, durchs Mittelwasser zu twitchen. Und mal gucken, ob da irgendeine Reaktion drauf kommt. Und dann taste ich mich langsam vor zu irgendwelchen anderen Techniken. Jiggen, Faulenzen oder was es sonst noch alles gibt. Oder vielleicht auch Topwater. Da habe ich nämlich so coole Mäuse mit dabei. Mal schauen. Fliegen tut er gut. Twitchen wir den mal schön durchs Mittelwasser. Und vielleicht haben wir ja schon irgendeinen Abnehmer, der sich die Fledermaus einverleibt. Ups, hing ich in den Büschen und dachte schon, ich hätte einen Kontakt. So sieht der Köder aus nach 3 Würfen. Er glänzt. Ich mache noch einen Wurf und dann versuche ich mal zu jiggen. Mal gucken. Ja, ich mache mal einen Jig dran. So, jetzt werden wir mal hier mit den Hai, mit dem Shark mal ein bisschen jiggen und ein bisschen faulenzen. Und wer doch gelacht, wenn da kein Fisch drauf einsteigt. Die Frage ist natürlich, ob ein kleiner Barsch, ein großer Barsch, ist ein bisschen beweglich. Das schafft er schon. Ich hoffe einfach drauf. Als sehr schwerer Köder. Vielleicht hätte ich den ohne Gewicht, einfach einen Offset-Haken ohne Gewicht nehmen sollen. Aber ich habe ja von denen noch 3 und ich habe ja auch noch die 3 Schlangen. Und da mache ich das halt anders, weil wenn die Gummis einmal nass sind, oh, jetzt hängt da jemand dran, weil auch immer, kein Fisch. Scheiße. Hält nicht ganz so gut, muss ich nochmal neu machen. Ich glaube, ich schneide ein bisschen von der Spitze ab und drehe nochmal neu ein. Und das wird jetzt eine ganz, ganz klebrige Angelegenheit. So, ich habe nochmal neu aufgefädelt. Der Schwanz ist leider abgegangen schon. Den Kopf musste ich ein bisschen kürzen, um den nochmal sauber drauf zu tun. Es klebt auch ein bisschen alles jetzt, weil er ist ja nass. Michi, was hast du mir hier für eine Aufgabe gegeben? Mann, 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 Mann. Aber ich ziehe die Sache knallhart durch. Er ist schon wieder abgegangen. Fast kaputt. Also eigentlich eine Enttäuschung. Bin schon enttäuscht. Also ich glaube, das kann man knicken hier mit den... Ach, schade. Ich habe echt hier drauf gebaut. Jetzt geht er langsam ab. Bäm, das war's. Tja, das waren jetzt vielleicht 4 Würfe. Enttäuschung ist groß. So, den Hai kann ich vergessen. Ich bin wirklich enttäuscht. Das war eigentlich meine ganz große Hoffnung. Habe ich in diesen Köder gesetzt. Und ja, jetzt muss ich gucken, was ich noch dabei habe. Denn ja, 3 Würfe zu machen mit so einem Köder, das lohnt sich auch irgendwie nicht. Aber dieser Rückschlag, der macht mich nicht fertig, sondern ich bin noch mehr motiviert. So, der getwitchte Wurm ist gerade mein Favorit geworden. Mehr oder weniger durch Zufall, weil ich das Bleigewicht vergessen habe. Ich wollte ihn eigentlich über Grund in Art der Faulenzer-Methode anbieten. Aber getwitcht sieht er geil aus. Er springt so schön durchs Wasser. Und das kommt in meinen Augen ein Gummiköder recht nah. Und deswegen bleibe ich jetzt erstmal bei der Technik. So, der getwitchte Wurm. Ob er jetzt wirklich ein Biss war, weiß ich nicht. Ich habe nichts gespürt. Nicht, dass alle Haribo-Köder so leicht kaputt gehen.
mach ich mal ab, aber ich habe ja genug von denen. Leute, seht euch diese geile Schlange an. Also, Hammer. Wenn die nichts bringt, die ist zwar genau aus dem gleichen Material wie der Hai, aber ich bin trotzdem guter Dinge. Ich werde den jetzt auf jeden Fall mal aufziehen. Der wird bestimmt schon besser hängen als der Hai. Ach, guckt euch das an. So ein geiles Viech. Das ist doch ein Hechtköder, oder? Oder ein dicker Barsch. Einfach nur geil. So, ich wechsle natürlich vorher noch den Spot. Den habe ich vorhin ausgefischt, hier ist nichts. Mit dem gehe ich jetzt dahin, wo die Äste im Wasser liegen. Wo es hart wird. Ja, es zieht sich immer mehr zu. Vorhin knallte noch die Sonne. Jetzt ist alles bewölkt, was natürlich auch nicht ganz verkehrt ist. Und ich bin auch immer guter Dinge. Es geht jetzt zum Spot. Ich habe hier ja die schöne Schlange dran. Und ich hoffe, dass ich die Möglichkeit bekomme, damit was zu überlisten. Ich werde wahrscheinlich nur 3 Würfe dazu haben, bis das Ding wieder hinüber ist. Aber ich werde es versuchen. So, hier hängen die Bäume richtig schön im Wasser. Und hier probiere ich meine Schlange aus. 3 Würfe und sie ist hinüber. Und ich baue auf diese 3 Würfe. So. Die Schlange ist im Wasser. Ich bin gespannt. Naja, der erste Wurf, die Schlange ist hinüber. Zack, bumm, da ist sie weg. Also Leute, so schön wie die Köder aussehen, Müll zum Angeln nicht zu gebrauchen. Da war der! Da war der Barsch! Schnell hinterher! Ja, jetzt beißt er nicht mehr. Scheiße! Da war er gewesen! Hing ganz kurz. Es hat funktioniert! Geil! Mein erster Haribo-Barsch! Geil! Auf der Fledermaus! Wie vorhin! Ach, komm raus! Geil! Da würde ich sagen, ist zwar kein Riese, aber die Challenge, Michi, hat geklappt! Geil! So, was will man mehr? Haribo! So, ich beende hier die Challenge. Ich hatte einen richtig schönen Tag gehabt mit Haribo auf Barsch und Co. Fazit: Es war etwas zäh, aber am Ende erfolgreich und das ist doch das, was zählt. Danke an Michi nochmal für die tolle Challenge-Aufgabe, die du mir gegeben hast. Ich werde mir was Nettes ausdenken und falls ihr es mal nachmachen wollt, viel Spaß dabei und immer dann denken, Lakritz hält besser als irgend so ein Haigummi. Bis dann, ciao!